Stadion ist Linda Metzsch gegen Tschechoslowakei. Und zwar, wir sind natürlich auch dabei. Geh um sieben Kinder, hab der Leben stand. Kriegst den Stehplatz im Schleifensektor an. Willst dann Sitzplatz beim Marathon-Tor. Musst du den Bum gehen mit den Schneeglocken nur. Bleib dir dann noch drei Schilling oder vier. Für eine Mannschaftsaufstellung und ein Bier. Dann ist alles okay, denn beim Anfang wissen sie, da braucht man kein Geld, da holt man den Schaffner am Schmäh. Also los, gehen wir so ein bisschen schneller voran, weil in fünf Minuten fangen sie ja schon an. Jesus, mein erstes Stadion ist da voll. Öppel, komm, wir gehen auf hinter das Goal. Weil von dort sieht man am besten die zwei Back. Passen sie auf, hören sie, steigen sie aufs Knack. Schaut, da kommen die Tschechen schon grinnt. Setzt sich nieder, sie steigen sie aufs Hint. Na, wenn die heute keinen Schrauben kriegen, geben, nehmen sie nachher. Schau, Peppa, da kommen schon die Unsrigen daher. Jetzt wird die Bundeshymne gespielt, die kämen wir alle, weil noch nicht nach 15 Ländermatch ist möglich, dass dann geht. Daher Schiedsrichter, der pfeift das Spiel jetzt an. Und der Putzig passt den Ball zum Nebenmann. Der hat Chancen, doch er fliegt am Ohr. Die erste Chance ist im Hand und dran vorbei. Was der mir für ein Pech wieder haben. Und der Gescherde, der spielt da etwas zusammen. Jetzt hat's ihm hingesetzt auf der, bist du auf, wie hat man's gehört. Und die Hosen ist am Zerrissen und gar tut, was ihm stört. Der hat eine Geschwindigkeit halt drauf, so wie er dann fallen bergauf. Die kann man die Hosen flicken, mitten unterm Lauf. Das war doch jetzt ein glattes Fall vor unserem Tor. Dass das der Schiedsrichter nicht gibt, ist nicht ganz klar. Das haben sogar unsere Herren Augen gesehen. Der Schiedsrichter ist krank, der soll sich niederlegen. Endlich gibt er einen Freistoß, war schon Zeit. Und der Weltmeister macht sich dazu bereit. Ho, ruck! Er schießt daneben, es ist zu dumm und schießt den Würstelmann mit um. Und die Debreziner fliegen wie die Raketen um und um. Und einer Frau mit Dekolleté soll dann nicht eine von daher. Sie glaubt, ihr Nachbar war so ein Schmier, gerne. Gehen wir weiter, nachher Ball muss her zum Spielen. Der alte Ball, der steckt im Würstelmann noch drin. Der neue Ball ist da, der Tormann schießt dem aus. Den Würstelmann, den sieht glaub bis aufs Himmel aus. Der Kerl, den nimmt den Ball und rennt jetzt wie ein Blitz. Mitsamt den Tormann und dem Ball saß er durchs Netz. Mitten ein in die Leute zu bremsen, hat er gar keine Zeit. Links den Tormann, rechts den Ball und um den Häusern untergeht. Am linken Ohr hängt die Maschine, ein Butterbrot biegt immer mir. Sogar die Frau nicht untergeht, sie hat eine Freiheit und sie schreit. Bravo, gescheit, Hauptsache gewonnen haben wir's heim. Bravo, gescheit, Hauptsache gewonnen haben wir's heim. Jawohl. Jawohl.